Go. Wir sind die Longboarder der Pfalz. Hallo, liebe Abonnenten. Ich bin hier ganz weit draußen in den Ferien. Und was macht ein Longboarder in den Ferien, nebst Longboard fahren? Er will natürlich auch bauen. Und da gab es ein paar Kids hier, die hatten kein Longboard. Und da habe ich mich entschieden, ein Longboard zu bauen mit denen und gedacht, das ist ja eine gute Gelegenheit, ohne meine ganze Werkstatt, ohne meine ganze Werkzeugen, ein Longboard zu bauen und ein bisschen zu zeigen, wie man Longboard pressen könnte, ohne Schraubzwingen, ohne Presse zu bauen. Also hier sieht man klassischer Fall, wo man eine Presse gebaut hat. Man braucht ganz viel ziemlich teure Schraubzwingen, um das zu machen. Also wir haben ein Longboard gepresst, ohne einen einzelnen Schraubzwinger einzusetzen. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Zweitgünstigster Longboard, was ich mir vorstellen kann. Und dann in einem späteren Video zeige ich euch allergünstigste Longboard, was ich mir vorstellen kann. Ja, hoffe, dass es euch gefällt und ein bisschen lehrhaft ist. Viel Spaß beim Schauen. So, als erstes braucht man natürlich ein bisschen Holz. Ich hatte Glück, dass ich zufällig, das habe ich nicht mal geplant, aber ich hatte Holz dabei. Also das hier ist jetzt Buche, Sperrholzbuche aus dem Baumarkt, Hornbach, Kostenpunkt, glaube 6 oder 7 Euro. 3, 4 mm Platten braucht man. Die haben wir schon vorgesägt und wie man sieht auch die Ecken ausgesägt. Als nächstes braucht man ein paar Holzreste, Latten, die haben wir in irgendeinem Keller gefunden. Man braucht zwei langen für die Concave und das breitere wird dann das Concave von oben hinunter drucken. Die zwei kürzere dunkle Balken, die man da sieht, werden für die Kicks eingesetzt. Und wenn man alles zusammengelegt hat, sieht es etwa so aus. Und dann kann man den ersten Pressversuch machen. Finde ich immer eine gute Idee, einen Pressversuch zu machen, zu gucken, ob die Idee verhebt. Hier haben jetzt zwei, drei Jungs drauf getan, um zu gucken, ob ja, 100, 150 Kilogramm Gewicht was bringt. Okay, und dann kann es fast losgehen. Wir machen einen echten Versuch. Auto wird hochgehoben und dann kommt die ganze Konstruktion drunter, damit man dann endlich einen richtigen Versuch macht ohne Leim. Und jetzt kommt der spaßige Teil, wo man Leim verteilt. Also Pi mal Daumen, etwa so viel Leim auf dem Brett. Und dann Holzleim, wasserfestes Holzleim. Und dann verteilen. Wir hatten leider keine Walze. Walze ist optimal. Wir haben einfach die Ecken genommen vom Sperrholz und wir haben das benutzt, um der Leim zu verteilen. Ja, das ging eigentlich okay. Einfach gucken, dass es keine trockene Stelle gibt. Bevor man presst, ist es ganz wichtig, dass die verschiedenen Schichten miteinander verbunden sind. Also ich nehme normalerweise Schrauben. Manche Leute nehmen Klebeband oder Folie oder irgendwas. Das ist sehr wichtig, weil sonst alles auseinanderrutscht. Und da wir nicht mal einen Akkubohrer hatten, habe ich einen Hammer und einen Schraubenzieher benutzt, um die Schrauben durch dieses harte Buche zu bekommen. Und jetzt kann es richtig losgehen. Man hebt das Auto hoch und setzt die ganze Konstruktion samt Leim und Schrauben drin und das Auto einfach sorgfältig runterbringen. Und dann sollte man solche Effekte sehen. Also die schönen Biegungen von den Kicks vorne und hinten und die wunderschöne Concave. Wenn es knackt, hat man zu viel Druck. Und zu viel Concave, zu viel gewollt. Jo, nach 24 Stunden kann man das Ding rausnehmen und ich war echt erstaunt. Es sieht sehr, sehr gut aus. Man hat eine gute Biegung. Leider hier sieht man ein Teil, wo nicht richtig laminiert ist. Aber der Concave ist super geworden und man sieht echt die schöne, schöne Form. Und jetzt kann man schneiden. Das macht richtig Spaß. Also habe ich den Elias erlaubt, doch einige Strecken selbst zu schneiden. Es braucht ein bisschen Übung. Wenn man nicht genau schneidet, hat man wahnsinnig viel Arbeit beim Schleifen. Aber einfach in Haarbreite außerhalb der Linie und dann ist gut. Und hier sieht man der Form. Ein bisschen schmutzig ist es geworden, weil es an der Straße war. Und hier sieht man das erste Problem. Eine Delamination, also nicht eine Delamination, da haben wir irgendwas nicht richtig hingekriegt mit der Biegung, wahrscheinlich zu viel Biegung. Ja,
Das ist ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz haben wir die Chucks unten, also Top Mount gemacht und sind dann durchgebohrt. Relativ Pi mal Daumen, aber der da, der hat's im Griff. Ein paar Schrauben locker, das kriegt man auch wieder angedreht. Und die Löcher haben wir durchgekriegt. Ja, das ist so das Standard Mount für ein Longboard. Und dann würde ich sagen, lassen wir der Elias dran. Er hat dann die andere Seite gemacht und durchgebohrt. Und zwischendurch war auch ein anderer Longboard. Und da sieht man sein Board. Ja, das sind eigentlich Bilder vom Rohboard, noch bevor wir das abgeschliffen haben. Da kommt noch eine Menge Arbeit. Der Elias ist dann doch damit ein bisschen gefahren. Und damit wir sehen, also ob es verhebt und ob es hält und so. Und wie es so ist, wenn man ein bisschen Longboard fährt, dann kommen lauter Mädchen. Das ist halt so, es gehört sich. Ich bin so ein Profi, jetzt helfen wir mal. Und, Jonas, Lukas. Dankeschön. Dankeschön. Ja, die ist für Kinder. So, da war's. Ja, die danke. Joy, Joy, Joy. Mach ein Bild von Joy und ihr Skateboard. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Mir hat es Spaß gemacht, ein Longboard zu bauen. Eine etwas andere Technik. Wie ihr gesehen habt, geht es nicht ohne Probleme. Wir hatten ja diese eine Teil, die nicht richtig geklebt hat. Doch das Schöne an Holz und Holzleim ist, man kann es einfach wieder auffüllen mit Holzleim, richtig reinpusten oder blasen, dass das Leim reingeht und dann wieder. Wir haben doch Schraubzwingen gebraucht. Mit Schraubzwingen befestigen und über Nacht lassen. Und am Ende war das bombenstark. Ja, wir haben nicht das Schleifen gezeigt. Das ist ja, gehört ja zu jedem Longboard-Aufbau, dass man wieder schleift und guckt, dass alles schön symmetrisch ist. Grip Tape müssten wir noch besorgen. Man kann ja auch ein ganz günstiges Grip Tape machen mit Sand und Lack. Das zeige ich euch im nächsten Video, wo wir das allergünstigste Longboard der Welt bauen. Und ja, hoffentlich hat es euch was beigebracht und ihr könnt jetzt ein Longboard selber pressen, ohne viel Werkzeug und ohne eine Presse bauen zu müssen. Bis zum nächsten Mal.